Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Dies ist ein Wintertest mit unterschiedlichen Fahrmodus mit 90 und 100 Stundenkilometer. Hier zeige ich euch die Rückfahrt von der Arbeit nach Hause. Da und unten links seht ihr den Eco-Modus mit 90 Stundenkilometer und unten rechts den Normalmodus mit 100 Stundenkilometer. Zu Beginn dieser Aufzeichnung ist hier eine Landstraße, wo man nur 50 Stundenkilometer fahren darf. Das Video ist zusammengestrafft im Zeitraffer, wird das gezeigt, in 3 Minuten. Nur damit ihr einen Überblick habt, wo ich meine Aufzeichnung gemacht habe und wie die Parameter da sind. Jetzt fahre ich auf die Meber, das ist die Schnellstraße von Bozen nach Maranauf. Darf ich 90 Stundenkilometer fahren, deswegen auch bei beiden Modus nur 90 Stundenkilometer. Ich habe hier unterschiedliche Darstellungsweisen auch gewählt im Car-Scanner und ab hier darf ich dann die 100 Stundenkilometer fahren. Im Normalmodus habe ich das gemacht, im Eco-Modus nicht, da ich da unterschiedliche Auswertungen gefahren bin. Die einzelnen Auswertungen seht ihr dann in verschiedenen Videos getrennt. Hier, das sollte nur mal gezeigt werden, wo bin ich gefahren, damit ihr hier einen Überblick habt. Die einzelne Auswertung zeige ich dann anhand einer PowerPoint-Präsentation, wo ich dann alles genau grafisch dargestellt habe. Hier sieht man, jetzt ist man bei der Ausfahrt Derlan. Hier fährt man weiter in Mebo, da man darf maximal hier 110 Stundenkilometer fahren. Jetzt kommt bald die 90er Zone, da muss ich auch dann beim Normalmodus dann langsam fahren, da fahre ich auch dann nur 90 Stundenkilometer. Wie gesagt, es sollte nur mal dargestellt werden, wie die Heimfahrt täglich gemacht wird. Damit ihr einen Überblick bekommt, wie ich meine Auswertung gefahren habe. Es ist Winter, Februar, man sieht noch, die Berge sind noch verschneit. Die Temperatur ist meist zwischen 0 und 3, 4 Grad, bei dem Test war das der Fall. Jetzt sehen wir dann vorne im Bild auch schon die Berge hinter Marandorf, Tirol hier auch. Deswegen, es dauert nicht mehr lange, dass man dann in Lana ankommt. Hier ist schon die erste Ausfahrt Lana. Ich nehme aber die nächste. Sinnig Ausfahrt Maran Süd. Okay, jetzt komme ich zur Ausfahrt in den Kreisverkehr, ist relativ neu gemacht hier alles. Okay, das war's dann, das Video, damit ihr einen Einblick bekommt, welche Daten ich ausgewertet habe. Schaut also dann meine einzelnen Auswertungen an. Es kommt zu interessanten Ergebnissen. Ciao.